In diesem Kapitel schauen wir uns jetzt die Sprache HTML genauer an. Zunächst die grundlegenden Elemente. Hier möchte ich Ihnen schon sehr nahelegen, mal bei self-html.org reinzuschauen. Das ist eine sehr große Community, wo man HTML sehr, sehr einfach lernen kann anhand von anschaulichen Beispielen. Also bitte schauen Sie da mal rein. Viele Beispiele von hier sind auch aus self-html rausgenommen. Das sind so die elementaren Sachen, um HTML zu lernen. Noch einmal als Wiederholung: HTML, Hypertext Markup Language, ist eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung digitaler Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern oder anderen Inhalten. Sie bildet die Basis des WWW und hat damals auch sehr stark zum Erfolg des Internets beigetragen. Neben dem vom Browser angezeigten Inhalte können zusätzliche Angaben in Form von Metainformationen verwendet werden, zum Beispiel die verwendete Sprache in dem Dokument, der Autor einer Webseite und auch den zusammengefassten Inhalt des Textes, beispielsweise auch unter Angabe von Keywords. HTML wird standardisiert vom W3C und WordWG. Aktuelle Version ist von 2017 HTML 5.2. Generell sollte kein XHTML mehr verwendet werden, das war der Vierer-Standard. Sie sollten also jetzt nur noch wirklich nach HTML5-Standard arbeiten. Sie dient als Auszeichnungssprache dazu, einen Text semantisch zu strukturieren, aber nicht zu formatieren. Sobald Sie etwas mit visueller Darstellung, mit Layout machen wollen, sollten Sie das mit CSS tun. Das kommt in einem späteren Kapitel noch. Es ist auch keine Programmiersprache, es ist eine reine Auszeichnungssprache. Sie haben keine Verzweigungen und keine Schleifen in HTML. Sie können es stattdessen eher mit Tech oder LaTeX vergleichen. Da ist es jedoch so, dass es eher bestimmt ist für die Ausgabe auf einem Drucker, auf Papier, während HTML für die Bildschirmausgabe oder zur Ausgabe auf mobilen Endgeräten dann spezialisiert ist, also eben nicht auf Papierdruck. Hier haben wir so ein beispielhaftes HTML-Dokument. Es beginnt immer mit dem Doc-Type HTML, dann kommt das Wurzelelement HTML, was immer entsprechend enden muss. Hier ist als Attribut noch angegeben, dass die Sprache Deutsch ist. Und dann ist verpflichtend ein Head-Teil und ein Body-Teil. Der Head enthält zum Beispiel die Metainformationen und den Titel des Dokuments. Im Body-Teil ist dann der Content, der eigentliche Inhalt. Im Inhalt schreibt man dann einen ganzen Satz von Tags, der da erlaubt ist. Beispielhaft zunächst die Überschriften H1 bis H6. Die Überschriften werden in verschiedenen Größen dargestellt. Wie groß jetzt eine konkrete Überschrift ist und welche Schriftart das ist, das wird man dann wiederum mit CSS formatieren, hat also erstmal im HTML nichts zu suchen. Hier haben wir also nur die verschiedenen Überschriftenebenen. Es gibt sechs genormte Überschriftenebenen, mehr braucht man auch normalerweise nicht. Normalerweise kommt man mit drei aus. H1 bis H6 leitet so eine Überschrift ein. H1 die höchste Überschrift, H6 die kleinste Überschrift. Dahinter folgt dann eben der Text und wie immer schließen mit einem schließenden Tag. Dann haben wir ein Paragraph, einen Absatz. Ein Absatz ist gekennzeichnet, dass dahinter immer etwas mehr Platz ist. Ist auch sehr ähnlich wie in Word. Das ist ein sogenannter Textblock. Der umfasst normalerweise mehrere Sätze. Ein Break, ein Zeilenumbruch, das müssen Sie immer als Tag wirklich angeben. Wenn Sie nur einen Zeilenumbruch im HTML machen, wird er ignoriert, also einmal Enter drücken. Stattdessen brauchen Sie dieses Break. Hier noch ein Hinweis, ja, das ist so ein Standalone-Tag. Nach HTML5-Standard muss da eben noch das End-Tag mit eingebunden werden. Das sehen Sie hier in der letzten Zeile. Ja, so sieht es regulär aus nach HTML5-Standard. Ähnliche Sache beim HR, beim Horizontal Ruler. Das ist einfach eine Trennlinie zwischen zwei Absätzen, um noch etwas mehr Abstand zu kriegen. Also wenn die Absätze weniger miteinander zu tun haben. Auch hier sollte man natürlich das passende End-Tag mit einfügen. Ja, das wäre ein sogenannter Themenwechsel innerhalb eines Textes, auch zur visuellen Abgrenzung.
Dann haben wir eine ordered list, eine nummerierte Liste, wird eingeleitet durch OL, Ende OL zum Abschluss und einzelnen Listenelementen. Die wird nummeriert automatisch von HTML. Li heißt dann List-Item, ein Listeneintrag. Sie können nummerierte Listen verschachteln, aber die Nummerierung wird nicht automatisiert. Also Sie können nicht so etwas machen wie in Word mit entsprechenden Nummerierungshierarchien. Das kann erstmal HTML nicht. Das geht mit etwas Unterstützung von CSS. Was Sie machen können, ist den Startwert der Liste über ein Attribut festzulegen. Das sehen Sie hier im OL. Sie können auch einzelnen Listenelementen einzelne Werte zuweisen, wenn Sie das wünschen. Ja, das sehen Sie hier in dem zweiten Beispiel, wo wieder per 1 nummeriert wird. Und dann folgt es wieder fortlaufend ab 1. Dann gibt es eine unordered List, also eine Liste, die nicht nummeriert ist. Das ist die UL. Ansonsten genau gleich aufgebaut. In Deutsch wird man sagen, noch Bullet Point Liste, ja, standardmäßig diese schwarzen, dickeren Punkte. Womit getrennt wird, können Sie auch wiederum festlegen. Das heißt, es müssen nicht diese schwarzen Punkte sein. Es könnte auch eine Checkliste sein, wo Sie dann so kleine Häkchen haben. Dann haben wir eine Description List, ein Abkürzungsverzeichnis. Hier beginnt die Liste, hier endet sie. Und dann haben Sie immer ein DT-Element. Das ist dann das abgekürzte und dahinter einmal oder mehrfach die konkreten Beschreibungen zu dieser Abkürzung, was die dann ausgeschrieben bedeuten. Braucht man öfter mal für ein Glossar. Also die Definitionsliste wird mit DL, Definition oder Description List eingeleitet. Dahinter sind die DT-Text, Description List Term heißt das. Und etwas doppelt beschrieben, ein DD ist eine Description List Description. Ja, das ist eben die Erläuterung dieses Listeneintrags. Die Abfolge von DT, DD ist nicht streng geregelt, also ist relativ freigehalten. Auch hier ist eine Verschachtelung möglich, sodass Sie baumartige Strukturen im Text abbilden können innerhalb dieser Beschreibungslisten. Kommen wir nun zum weiteren Hauptelement. Das sind Bilder, die im HTML-Dokument eingefügt werden über den Image-Tag. Auch das ist ein Standalone-Tag. Der End-Tag ist hier mit drin direkt. Das ist dann die Referenz relativ zur aktuellen HTML-Datei. Hier geht es zu einer PNG. Die wird dann wirklich über einen separaten HTTP-Request nachgefordert, um dann dargestellt zu werden. Auch mittlerweile Pflicht geworden ist der Alt-Tag, wo dann eine Alternativbedeutung in Textform drin ist. Damit sollten Sie eigentlich den Inhalt des Bildes beschreiben für Leute, die sehbehindert sind, wenn das mit Screenreader gelesen wird, dass sie sich noch etwas vorstellen können, was da in dem Bild zu sehen ist. Sie können so ein Image-Tag auch mit einem Figure-Tag umschließen. Dann haben Sie den Vorteil, dass Sie eine Figure-Caption noch einfügen können. Das wäre eine klassische Bildunterschrift, eine Bildbeschreibung, um das Ganze dann zusammenzupacken. Hier sehen Sie auch die Angabe von Breite und Höhe des Bildes. Das ist auch sehr empfohlen, dass Sie die angeben. Da kommen wir gleich noch zu. Sie müssen hier keine Einheit mehr angeben. Das war früher der Fall. Da stand dann hier 400px und 124px. Die Pixelangabe ist nicht mehr nötig, weil seit HTML5 hier nur noch Pixel als Standard-Einheit erlaubt sind. Hier nochmal der Hinweis, dass Sie Breite und Höhe bitte angeben sollen, jedes Bildes. Denn dadurch ist dem Browser das schon bekannt, bevor das Bild real ankommt. Und dann kann die Seite schon gerendert werden. Ansonsten muss man den HTTP-Request und Response für dieses Bild abwarten. Und erst wenn das Bild da ist, kann die Seite dann optisch dargestellt werden. Andersherum, wenn es eben fehlt, hakt das He Rendering etwas, was unter Umständen den Bildschirmaufbau clientseitig verzögert. Denn das nächste Element ist der Anker, der Verweis, der Hyperlink. Hier sehen wir drei verschiedene Hyperlinks. Einmal auf eine externe Seite über das Ahref mit Protokollangabe, das heißt, hier geht es woanders hin.
Hier ist ein Verweis auf eine andere HTML-Seite derselben Domain. Hier können Sie auch Unterpfadangaben tätigen, intern, also beliebig im Dateisystem verzweigen. Hier haben Sie eine weitere externe Referenz, die umschließt sowohl eine Überschrift wie auch einen Absatz. Also das heißt, das A-Tag kann auch umspannend sein. Typischerweise werden die Verweise dann in einer anderen Farbe dargestellt und unterstrichen. Das ist so die Standarddarstellung für einen Internetbrowser. Also mit einem A-Element können Sie einen Link zu einem anderen Dokument setzen oder zu einem Anker, da kommen wir auch noch zu. Da gibt es dann das href-Attribut dahinter, das ist dann das Ziel des Verweises, wo es hingehen soll. Das war eben damals der intelligente Mehrwert des www und hat auch als ein Bestandteil zum Erfolg von HTML beigetragen. Früher gab es noch ein Name-Attribut, das ist aber obsolet, das können Sie vergessen. Ein beliebiges Element mit einer ID kann als Verweisziel jetzt fungieren. Da haben wir gleich auch noch ein Beispiel zu. Zwischen dem Beginn- und End-Tag ist der Text, der dann dem Benutzer angezeigt wird als Verweis, typischerweise, wie eben schon gesagt, mit einer anderen Farbe und meist unterstrichen dargestellt. Hier haben wir mal eine ID, das heißt, wir haben eine Überschrift, die ist mit einer ID versehen. Diese ID sollte man in dem Dokument auch nur einmal verwenden. Und dann haben Sie in demselben Dokument eine Referenz, die zu dieser Textmarke führt. Die internen Referenzen werden durch dieses Hashtag noch dargestellt, das heißt, das müssen Sie angeben. Und wenn Sie dann da draufklicken, wird zu dieser Überschrift gescrollt, automatisiert. Ja, und so können Sie also auch zwischen Hauptkapiteln auf einer Seite hin und her navigieren. Ein weiteres Attribut ist noch das Target. Eine Definition, wie das Sprungziel bearbeitet werden soll. Was man oft mal braucht, ist Target Blank. Das bedeutet, dass, wenn Sie auf den Link draufklicken, ein neues Fenster geöffnet wird oder bei den neueren Browsern, dass ein neues Tab aufgemacht wird. Target Self ist der Standardwert, also dann bleibt es in diesem Fenster. Das brauchen Sie eigentlich auch nicht anzugeben. Parent und Top sind dann Elternfenster. Das verwendet man aber nur, wenn man Frames verwendet. Und Framing ist heutzutage nicht mehr State of the Art. Also Sie verwenden normalerweise nicht mehr verschiedene Frames. Das werden wir auch nicht genauer betrachten jetzt. Hier haben wir eine Referenz auf Google.com. Das Ziel ist aber Target Blank. Das bedeutet, dass wenn Sie in einem Fenster auf den Link draufklicken, automatisch ein neues Fenster oder ein neuer Tab aufgemacht wird, je nachdem wie die Browser-Einstellungen sind, und dann das Ziel des Links dort eben dargestellt wird. Dann gibt es die Möglichkeit noch über ein Attribut Tab-Indizes zu setzen, die können Sie beliebig durchnummerieren. Wenn Sie mit einer Tastatur navigieren, haben Sie dann den Vorteil, dass das die Reihenfolge ist, wie mit dem Tabulator gesprungen wird. Und wenn Sie dann Enter drücken, wird der Link eben ausgewählt und ausgeführt. Und die beziehen sich jeweils auf das gesamte Dokument, also das heißt, Sie können jeden Link, alles, was Sie irgendwie mit einem Tabulator versehen können, mit so einem Tab-Index belegen. Das gilt auch für Grafiken in Verweisen. Das hatten wir auch mal öfter, dass man auf ein Bild klicken kann und dann eben eine neue Seite geöffnet wird. Dafür können Sie auch einen solchen Tab-Index verwenden, weil dieses Image ja dann auch mit einem A-Tag versehen ist. Dann gibt es noch Verweise, die Sie auch herunterladen können. Dann müssen Sie Download angeben. Das bedeutet, dass dann der Link nicht ausgeführt wird, sondern das Ziel der Sprungmarke heruntergeladen wird. Das funktioniert heutzutage normalerweise auch, dass es eben direkt gespeichert wird in einem Download-Ordner oder dass es wieder eine Browser-Einstellung, Ihnen ein Verzeichnis angeboten wird oder Sie das selber auswählen können, wo Sie denn diese Datei runterladen können. Dann haben wir hier mal ein A
Tag, eine Referenz mit einem Logo, Logo der Hochschule Mannheim und dem Download-Attribut. Und hier eine Angabe hinter dem Download. Das bedeutet, wenn Sie dann da draufklicken auf dieses Bild, dann wird es unter diesem Namen auch gespeichert. Das sehen Sie dann hier im Dateisystem des Clients. Ja, das heißt, sobald Sie draufklicken, wird es runtergeladen und Ihnen wird dann dieser Name vorgeschlagen. Und innerhalb des A-Tags ist das Image-Tag, sodass das Bild also auch hier im Browser wirklich dargestellt wird. Ein weiteres größeres Kapitel sind HTML-Tabellen. Die werden manchmal falsch verwendet. Das heißt, Sie sollten Tabellen nur dann verwenden, wenn es auch wirklich eine Tabelle ist. Sie sollten sie nicht verwenden als Layout-Maßnahme. Ja, das sollten Sie nur noch wirklich mit CSS machen und nicht HTML-Tabellen dafür missbrauchen. Was sind typische Tabellen? Beispiele sind Kalender, Stundenpläne, Fahrpläne, TV-Programm, Statistiken, also wirklich nur dann, wenn es wirklich sich um reale Tabellen handelt, wie Sie es auch in Excel dann machen würden. Und eben nicht zur Layout-Gestaltung. Das bitte mit CSS ab jetzt machen, über verschiedene Div-Container, was wir dann noch besprechen werden. Das ist die Grundstruktur einer HTML-Tabelle. Beginnt mit Table, endet mit Table. Hier fehlt das Ende-Tag. Kleiner Fehler in der Abbildung. Sie können dann ein Table-Head angeben, das ist ja eine Spaltenüberschrift, einzeilig, das ist eine Zeile in der Tabelle, eine Table-Row. Das ist ein Table-Heading und damit werden dann die einzelnen Spaltenüberschriften definiert. Die sind dann meistens fettgedruckt. Dann haben Sie einen Table-Body, wo die Daten der Tabelle drin sind, auch hier beliebig viele Zeilen über Table Rows und jede Zelle, würden Sie sagen, in Excel ist dann ein Table Data Element. So habe ich mir das gemerkt, dass ich die Notation beherrsche. So sieht es dann ausprogrammiert aus. Begin Table, Ende Table. Bitte auch hier die gesamte Formatierung nur mit CSS. Hier haben Sie ein Table Head mit zwei Spalten. Ja, das sind die zwei Köpfe. Hier sehen Sie das. Die sind dann fettgedruckt. In dem Body kommen dann die Daten mit verschiedenen Table Rows. Also hier ist jetzt nur eine Row angegeben. Das könnten auch 10 oder 100 sein. Sie können auch noch ein Table Footer, eine Abschlusszeile definieren. Aber nur dann, wenn das keine normalen Daten sind, sondern wenn Sie quasi eine Fußzeile in der Tabelle anlegen wollen. Dann können Sie auch Table Footer verwenden. Ja, und dann quasi für jede Spalte ein Fußelement angeben. Also der Tabellenkopf enthält die Zeilen der einfachen Tabelle, die ausschließlich Kopfzeilen oder Spaltenüberschriften enthalten. Der Körper sind die Daten. Die sind dann zeilenbasiert. Der Tabellenfuß enthält dann zusammenfassende oder die Tabelle erläuternde Daten, vielleicht auch eine Summe einer Spalte. Das wäre auch so typisch als Angabe für den Tabellenfuß, wenn Sie dann etwas aufsummieren wollen. Punkte einer Studienleistung zum Beispiel. Sehr schön ist, wenn die Tabelle dann im Ausdruck größer ist als eine Seite, werden die T-Head und T-Foot-Elemente automatisch beim Drucken wiederholt. Das heißt, Sie haben dann auf jeder Seite den Header und den Footer als Angabe drauf. Das könnte auch sinnvoll sein, wenn Sie das mal ausdrucken wollen. Dann können Sie über spezielle Attribute eine Tabellenzelle noch nach rechts hin über mehrere Spalten ausdehnen oder über mehrere Zeilen. Das sind die Attribute Callspan und Rowspan. Die sind auch kombinierbar und somit können Sie quasi mehrere Zellen zu einer Zelle zusammenfassen. Hier sieht man das mal. Sie haben hier eine Tabellenzelle, die umfasst drei Zeilen und zwei Spalten. Ja, das ist genau die hier. Und so wird das dann standardmäßig dargestellt. Das können Sie überall machen, um eben Spalten und/oder Zeilen zu gruppieren. Dann gibt es noch ein paar weitere Attribute. Das
Q zum Beispiel als Quote. Alternativ gibt es noch Cite. Wenn Sie irgendwas zitieren, ja, das ist, wäre dann hier das Zitat, können Sie dann hier ähnlich wie ein href die Quellenangabe angeben und damit klarstellen, dass das nicht Ihr Text ist, sondern eben zitiert. Sie sehen auch hier, es werden automatisch die Zitatshochkommata dann angefügt. Ja? Das ist ja nicht im Text. Das ist also ein Zitat. Das ist Teil des HTML-Standards, können Sie direkt so verwenden. Mit Cite können Sie dann die Online-Quelle hinzufügen. Ja, das heißt, Q und Cite gehören hier zusammen. Das ist quasi dann ja, das Ziel der Quelle. Sehr ähnlich wird das dann verwendet wie ein href. Emphasized heißt betont. Ja, das heißt, wenn Sie hier dieses Wort betonen wollen, dann wird es etwas anders dargestellt. Wie es dargestellt wird, entscheidet der Browser. Hier ist kursiv zur Betonung im Browser ausgewählt. Auch hier können Sie das wieder mit CSS neu definieren. Sie sollten dringend vermeiden, so etwas wie B-Bold, gab es früher auch, oder E-Italic, fett oder kursiv, hart angeben. Das tut man heutzutage nicht mehr. Das heißt, die Tags B und I sind heutzutage obsolet. Stattdessen verwendet man Emphasized, um die Betonung eben variabel konfigurierbar zu halten. Strong wurde nämlich früher oft mit Bold ersetzt, also mit einem kleinen B. Auch bitte hier, wie gesagt, das B nicht mehr verwenden, sondern stattdessen Strong sagen. Und wie Strong dann aussieht, das können Sie wieder per CSS definieren. Laut Definition ist Strong noch mehr als Emphasized, hier unten steht's. Also nochmal stärker betont, bedeutet dieses Tag. Small ist dann das sogenannte Kleingedruckte als Tag, ja, um das etwas zusammenzufassen, was man nicht sofort lesen sollte. Also nur das sogenannte Kleingedruckte. Auch hier, wie gesagt, wie immer, Formatierung bitte per CSS. Dann haben wir eine Division. Das ist dann ein Bereich, der bildet ein eigenes Element. Hier sehen Sie das, es ist ein bisschen grau. Und so eine Division, ein Div-Tag, kann beliebige andere Elemente enthalten. Ist jetzt für HTML nicht weiter so interessant, hat aber eine sehr, sehr große Bedeutung im Kontext der Verwendung mit CSS. Da werden wir uns das auf jeden Fall noch genauer ansehen. Denn damit kann man sehr, sehr viel formatieren, was das Layout betrifft. Dann gibt es noch ein Span-Tag. Im Unterschied zum Div macht das keinen neuen Absatz. Sie können also ein Span-Tag in einen fließenden Text integrieren. Das Span hat als Besonderheit, dass es gar nichts tut. Also es verändert die Darstellung nicht. Ja, es macht keinen Umbruch oder sowas. Die einzige Bedeutung eines Span-Tags ist, dass Sie da eben eine Formatierung reinsetzen können, um einen Teil des Textes anders zu formatieren. Das ist die einzige Bedeutung oder der einzige Kontext, in dem man dieses Span-Tag verwendet. Es ist nur dazu gedacht, um mit Hilfe von CSS formatiert zu werden. Dann können Sie eine gesamte Seite noch über Meta-Abschnitte beschreiben, indem Sie sagen, das ist der Header der Seite. Dann haben Sie einen Navigationsteil. Ein Main-Teil, der darf nur einmal vorkommen, ja, der Hauptcontent der Seite, und ein Footer-Teil, der dann unten erscheint. Damit können Sie die gesamte Seite noch ein Stück genauer definieren. Das könnte sinnvoll sein für Google, wenn es die Seite einliest, um es besser interpretieren zu können. Das heißt, für Suchmaschinenoptimierung kann das spannend sein. Und natürlich alle Teile sind dementsprechend auch wieder CSS formatierbar. Also das heißt, wenn möglich, verwenden Sie das. Noch ein Wort zu den Sonderzeichen. Ein Sonderzeichen ist generell ein Zeichen, das in einer Programmiersprache eine besondere Bedeutung hat, deshalb maskiert werden muss.
oder eben ersetzt werden muss, um es zu unterscheiden von den programmiersprachen-eigenen Teilen. Ja, Sie sehen ja hier zum Beispiel das Kleiner-Größer-Zeichen, das wird für die Tags verwendet. Wenn Sie das aber mal im Fließtext haben wollen, dann sollten Sie bitte das Ersatzzeichen verwenden. Und das ist immer mit und beginnend, dann ein Kürzel und ein Semikolon. Ja, das ist Leiter, Greater, Kleiner-Größer-Zeichen zur Verwendung innerhalb des Textes. Dann haben wir noch ein paar Sonderzeichen für das und, Copyright, Trademark. Und die gesamten Umlaute sind ja auch Teil nur vom deutschen Zeichensatz und nicht englischsprachig standardmäßig verfügbar. Das heißt, auch hier wäre es sinnvoller, wenn Sie die entsprechenden Ersatzzeichen verwenden, um sicherzustellen, wie Sie hier sehen, dass die Umlaute auch genauso dargestellt werden. Ansonsten sehen Sie hier irgendwelche Fragezeichen, Vierecke oder sonst irgendwas, was da eigentlich nicht hingehört. Also bitte versuchen Sie immer die entsprechenden Sonderzeichen maskiert darzustellen. Das waren so die grundlegenden Elemente von HTML. In diesem kleinen Kapitel möchte ich jetzt noch einmal darauf eingehen, was bei HTML5 gerade Neuerungen sind, die es vorher so nicht gab, oder Besonderheiten seit HTML5, auf die man achten soll. Das eine sind die Event-Händler, das sind auch HTML5-Attribute, die die Verbindung herstellen zu einer clientseitigen Skriptsprache. Das ist typischerweise JavaScript. Ein Event-Händler brauchen Sie dann, wenn Sie mit der Maus irgendwo draufklicken, mit eine Taste drücken auf der Tastatur oder eben eine Wischbewegung machen. Dann können Sie ein Ereignis auslösen, ähnlich wie in Java, in Java Swing. Und dieses Ereignis wird dann behandelt. Dafür brauchen Sie eine Programmiersprache und das ist eben dann JavaScript, um eben dieses Ereignis zu verarbeiten. Sie sollten Event-Händler als Regel nicht im HTML selbst notieren, sondern mittels JavaScript dynamisch an die Elemente binden. Das ist ja so ein Best Practice, wie Sie ordentlich HTML und JavaScript erstellen, des sogenannten unobtrusiven JavaScripts, furchtbares Wort, unauffälliges JavaScript oder nicht aufdringliches JavaScript. Denn es gibt ja auch Clients, die haben JavaScript abgeschaltet. Und wenn dann der Event-Händler in JavaScript aktiviert wird, direkt, hier sehen Sie das, hier ist er definiert im HTML-Teil. Ja, Sie haben also hier ein normales HTML-Stück. Und über ein HTML-Attribut onClick ist hier der Event-Händler eingebunden, dass eine kleine Meldung aufgehen soll, wo Test drin steht bei Click. Das ist quasi die Einbindung über HTML. Und dann ist die Frage, wenn Sie aber JavaScript abgeschaltet haben, habe ich keine Ahnung, was passiert, wenn Sie da draufklicken. Ja, das ist also jetzt schon JavaScript-Code. So sollte man es eben nicht tun. Stattdessen sollte man über JavaScript-Div-Container eine Anbindung in JavaScript schreiben. Das bedeutet, wenn das JavaScript deaktiviert ist, wird der Event-Händler auch gar nicht gebunden und damit existiert der halt nicht. Das ist die schönere Art und Weise zu programmieren. Also bitte die Event-Händler, wenn möglich, über JavaScript einbinden. Eine weitere Neuerung ist das Canvas-Element. Damit können Sie in HTML5 direkt zeichnen. Ja, hier ist dann quasi eine Zeichenebene als HTML-Tag. Das ist neu in HTML5. Hier ist das Ende-Tag. Und hier haben Sie quasi eine Zeichenfläche mit 200 mal 100 Pixel. Und die können Sie dann über JavaScript befüllen, indem Sie Zeichenelemente da einfügen. Ja, Sie können also damit Linien, sonstige geometrische Formen, 2D oder sogar in 3D direkt clientseitig im HTML zeichnen. Also das können Sie mal ausprobieren, wenn es Sie interessiert. Da kann man tolle Sachen mitmachen. Auch erweitert wurde der Support für Video- und Audiodaten. Früher brauchte man ein entsprechendes Plugin, um Audio- und Videodaten darzustellen. Dafür wurde Adobe Flash verwendet, das ist eben proprietär und man wollte das eben direkt im HTML-Standard haben, dass die Browser in der Lage sind, Standard-Videos
oder Standard-Audio-Dateien direkt abzuspielen. Das heißt, es gibt hier ein Video-Tag mit einer Breiten- und Höhenangabe. Das ist dann die Breite und Höhe von dem Video-Player. Controls bedeutet, dass die Steuerelemente hier dargestellt werden, dass sie also auch scrollen können über die Zeitlinie. Und standardmäßig versucht er zuerst MP4 darzustellen und wenn der Browser das nicht kann, eben das OGG-Format. Die Dateien müssen natürlich dementsprechend auf dem Server dann auch vorhanden sein in verschiedenen Formaten, sodass sie also auch verschiedene Ausgabeformate unterstützen können. Genauso funktioniert das mit Audiodateien. Eben statt Video sagen sie dann hier als Element Audio. Damit können sie Podcasts oder Musik abspielen. HTML5 bringt auch einige APIs mit, die noch nicht so weit verbreitet sind, die dann über JavaScript genutzt werden können. Was bereits weiter verbreitet ist, ist die sogenannte Geolocation-API. Dann interessant, wenn Sie mit einem Mobilgerät arbeiten, damit kann man nämlich lokalisieren, wo Sie sich aufhalten. Das funktioniert aus Datenschutzgründen natürlich nur nach Freigabe durch den Browser. Das heißt, wenn das erste Mal verwendet wird, müsste der Benutzer auf der Seite des Clients dann sagen, ja, ich stimme dem zu, dass derjenige meine GPS-Koordinaten haben darf. Und dann gibt es eine Get Current Position und da können Sie eben den Standort des Benutzers abfragen. Ja, das waren schon die grundlegenden HTML-Elemente. In der nächsten Einheit schauen wir uns dann die HTML-Formulare genauer an.